Ja, wunderschönen guten Abend. Viertel nach acht, Dienstag, der 29. In einer halben Stunde fängt Bayern gegen Real Madrid an. Wussten wir natürlich nicht, als wir diesen Termin gemacht haben. Haben uns dann aber überlegt, trotz der einen oder anderen Absage, dass wir uns nicht beirren lassen und unsere Sache hier durchziehen. Und hat sich ja offensichtlich gelohnt, ist ja relativ voll. Viel voller hätte es jetzt auch gar nicht werden dürfen. Ja, Sie sind hier heute Abend in ganz besonderen Räumlichkeiten, nämlich den Räumlichkeiten des Düsseldorfer Instituts für Kunst und Wissenschaft, das es seit Januar diesen Jahres gibt. Wir bündeln ein paar Aktivitäten, die wir schon seit längerer Zeit machen. Dazu gehört die wissenschaftliche Beschäftigung mit Kunst. Dazu gehört eine Kunstzeitschrift Index, die in Düsseldorf seit 2010 erscheint. Dazu gehört auch ein bisschen Publizieren. Und aus dem Grunde sind wir heute Abend hier. Wir möchten einen Sammelband vorstellen, den die Redaktion von Index fast vollzählig, mit einer Ausnahme, die leider etwas verhindert war, geschrieben hat: Mythos Kunst. Mythos Kunst ist ein Sammelband, der sich auseinandersetzt mit einem Thema, das Sie offensichtlich alle sehr interessiert, nämlich der Kunst, was immer das auch ist. Kunst, und das ist gleich der erste Ansatz, zu dem ich kommen möchte. Kunst ist ein, wie soll man das sagen, ein etwas schwer zu greifendes Feld. Ich möchte mit Ihnen jetzt gleich mal einen kleinen Test machen. So, der Test wird folgendermaßen aussehen. Ich muss hier mal ein bisschen mit meiner Technik spielen. Ich hoffe, Sie sehen es mir nach, weil Apple hat mich heute Morgen ein bisschen verlassen. Ich wollte mit meiner Fernbedienung mein Keynote steuern und stellte fest, dass mit dem neuen MacBook das überhaupt kein, weil er keinen Infrarotsensor mehr hatte. Und jetzt musste ich mich irgendwie mit so einer neuen App beschäftigen. Und jetzt hänge ich hier so ein bisschen mit meinem iPad und hoffe, dass mir alles so gelingt, wie ich das vorhatte. Was, können Sie es lesen? Okay, also die Buchpräsentation heute Abend, Mythos Kunst, wird begleitet von einem Vortrag. Dieser Vortrag hat zum Thema die Rolle des Geldes bei der Entstehung von hoher Kunst. Auf den ersten Blick ein bisschen fragwürdig. Ich habe einige Anrufe bekommen und E-Mails im Vorfeld, was denn jetzt genau darunter zu verstehen ist, was ist unter Geld zu verstehen. Unter Geld verstehe ich das, was man umgangssprachlich, zumindest in diesem Titel, unter Geld versteht, die, die Geld haben. Was haben die, die Geld haben, mit der Erschaffung von hoher Kunst zu tun? Da werden wir gleich zu kommen. Aber als allererstes, und das ist im Prinzip das Wichtigste, worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Kunst reden? Was ist das, was am Ende des Vortragstitels steht, das Wort Kunst? Welche Ansätze haben wir, um das zu greifen? Und da möchte ich gerne eine Frage an Sie stellen. Die Frage ist: Wer ist in der Lage, das Oberösterreichische zu Ginstum möglichst genau zu definieren? Gibt es hier einige, die in Österreich in Urlaub fahren oder eine Affinität zu Österreich haben in irgendeiner Weise? Jemand, der Ski fährt? Steffen, du fährst doch Ski. Du bist doch schon mal in Österreich gewesen, mehrfach. Ja. Können Sie sich irgendwas unter zu Ginstum vorstellen und haben Sie eine Idee, wie Sie das definieren können, möglicherweise, wenn Sie eine Idee haben, was das ist? Keine Ideen? Ist jetzt ein bisschen gemein gewesen, weil das ist letztendlich die Reaktion, die man etwas anders, vielleicht etwas aufgeregter, aber im Prinzip die gleiche Reaktion, die man bekommt, wenn man jemanden fragt, was ist eigentlich Kunst? Und was ich Ihnen damit auf den Weg geben will am Anfang ist, auch der Begriff der Kunst lässt sich nicht so ohne weiteres, um genau zu sein, eigentlich überhaupt nicht definieren, genauso wenig wie sich ein Zuginstum definieren lässt, weil ein Zuginstum gibt es nicht. Das ist ein Kunstwort. Habe ich mir heute Morgen ausgedacht. Ich habe dann noch Oberösterreich dazu gemacht, weil ich dachte, das gibt dem Ganzen so eine höhere Authentizität und verwirrt den Betrachter noch ein bisschen zusätzlich. Sorry. Also,
Wir reden über Kunst. Wir wissen aber gar nicht so genau, was Kunst ist. Oder hat irgendjemand von Ihnen spontan eine Definition von Kunst? Kunst taucht in so vielen Facetten auf. Wir haben Kunstflieger, wir haben Kunstmaler, wir haben Eiskunstläufer. Mein Sohn spielt auf Kunstrasen Fußball. Kunststoff. auch interessant. Ich möchte daher jetzt an der Stelle zu dem Teil übergehen, der auch innerhalb dessen, was ich Ihnen hier so ein bisschen vortragen möchte, eine Rolle spielen wird. Das ist Ausschnitte aus Mythos Kunst zu lesen, weil das ist ja auch der Grund, warum wir heute Abend hier sind, weil wir unser Buch präsentieren wollen. Und ich möchte zum Thema Was ist Kunst? Zunächst einmal ein oder zwei Absätze aus dem Beitrag von Anke Ernst vorlesen. Anke Ernst ist die Chefredakteurin des Index Kunstmagazins und hat innerhalb des Buches Mythos Kunst einen Beitrag über Kunstjournalismus und Kunstkritik geschrieben. Welche Rolle spielt die Kunstkritik, welche Rolle spielt der Kunstjournalismus innerhalb des Kunstmarktes, innerhalb der Kunstwelt? Wie wichtig ist es? Wie oberflächlich ist es? Ich möchte Ihnen Anke kurz vorstellen. Wenn du möchtest, darfst du kurz aufstehen. Die nette Dame, die Sie gerade oben schon auch am Bücherstand begrüßt hat. Beginnen wir mit Ankes Text über die Definition von Kunst, zumindest ein Ausschnitt daraus. Ich werde dann einfach zum Vorlesen immer das Mikro nehmen, dann kann ich ein bisschen entspannter lesen und Sie hören es vielleicht besser. Marcel Duchamp, gelebt hat er von 1887 bis 1968, zweckentfremdete Anfang des 20. Jahrhunderts Alltagsgegenstände und setzte sie in einen Kunstkontext. Text ist hier groß geschrieben, indem er sich schlichtweg mit wirkungsvollen Worten zu Kunstwerken des Ready-Made proklamierte. Schon allein die Auswahl von Objekten wie ein Urinal sei Kunst. Duchamps Ansatz war für die Kunstwelt revolutionär. Er wollte zeigen, dass die Betrachtung von Farbe auf Leinwand nur wegen unseres kunstgeschichtlichen Konzeptes ein Akt der Kunstbetrachtung ist. Um dieses Konzept im eigenen Kopf zu verändern, zeigte er einen Gegenstand, der für gewöhnlich im Bad zu verorten ist, und bezeichnete ihn als Kunst. Aber ohne diese Theorie und den Diskurs, der dahinter steckte, hätte niemand das Pinkelbecken zu etwas anderem verwendet, als eben sein Urin dort zu platzieren. Seit Duchamp ist Kunst Kunst, wenn man sie an einen mit Kunst konnotierten Ort stellt und mit Worten als solche definiert. Oftmals sind es der geschichtliche Kontext und die Worte um sie herum, die die Werke interessant machen und zu Meilensteinen werden lassen. So und nicht anders ist zu erklären, warum Malevichs Schwarzes Quadrat auf weißem Grund von 1914, denn genau das, was der Titel verspricht, ist es auch, nicht mehr und nicht weniger, nicht als grundierte Fläche weiterverwendet wurde. Oder eben warum Marcel Duchamp eine Fahrradfelge mit Speichen auf Lenkergabel montiert, auf einem Holzhocker, ein galvanisiertes eisernes Gestell zum Trocknen von Flaschen, eine Schneeschaufel, einen Kaminventilator, einen Stahlkamm für Hunde oder eine Schreibmaschinenhaube als Kunstwerke deklarieren konnte. Kleiner Sprung innerhalb des Buches. Überzeugt davon, dass jeder Mensch ein Künstler sei, denn jeder sei nun einmal zu Spiritualität, Offenheit, Kreativität und Fantasie fähig, entwickelte Joseph Beuys in den 1960er Jahren seinen erweiterten Kunstbegriff, demzufolge das Kunstwerk als soziale Plastik alle Lebensbereiche betreffe. Der Kunstbegriff müsse daher möglichst so groß gemacht werden, Zitat, dass er jede menschliche Tätigkeit umgreifen kann, solange der Mensch dafür die Verantwortung übernehme. Dies mache jeden zum Künstler und jeder, der seiner Muttersprache halbwegs mächtig sei, könne etwas zur Kunst erklären. Diese Auffassung ist klasse, wenn sie nur nicht korrumpiert worden wäre. Heutzutage herrscht die Meinung vor, dass nur der Künstler Kunst macht und der Rest der Welt keine Berechtigung hat, sich künstlerisch auszudrücken. Und ein Künstler ist nur derjenige, der vom Kunstbetrieb als solcher anerkannt wurde. Diese Entwicklung hat aber gravierende Nachteile. Erstens, Menschen, die vom elitären Kunstbetrieb nicht als Künstler akzeptiert werden, kommen, und seien sie noch so gut, auf keinen grünen Zweig. Zweitens, durch den Kunstmarkt akzeptierte Künstler
haben absolute Narrenfreiheit und können auch qualitätslose Kunst zu Höchstpreisen anbieten. In der Folge leidet die Kunst, denn sie wird zum einen nicht als menschliches Grundbedürfnis nach Ausdruck respektiert und oftmals belächelt. Zum anderen wird sie zur Profilierung missbraucht und buchstäblich verkauft. Danke. Okay. Ja, wenn man also gar nicht so genau weiß, was und wer denn ein Künstler ist, wie kommen wir dann zu dem Schritt der Kunst? Es gibt ein Standardwerk der Kunstgeschichte von Ernst Gombrich, Geschichte der Kunst. Und in diesem Werk sind die ersten beiden Sätze: Im Grunde genommen gibt es keine Künstler, gibt es keine Kunst, es gibt nur Künstler, Verzeihung. Das im Standardwerk der Kunstgeschichte. Damit ist eigentlich schon viel gesagt. Wir haben ein grundsätzliches Problem, die Kunst zu definieren. Wir haben aber auch das Problem, die Künstler zu definieren. Ich möchte mal noch mal ein kleines Spiel mit Ihnen machen, diesmal nicht so ganz gemein wie gerade. Die Frage ist, wie bewerten wir das, was ein Künstler produziert, also die Kunst? Es gibt seit ungefähr einem Jahr in den USA eine Künstlergruppe, die nennt sich Wild, jetzt habe ich es leider vergessen, Wild Images, genau, Wild Images. Die Kunst, die die Künstler der Gruppe Wild Images machen, da gibt es übrigens in der nächsten Ausgabe von Art, für alle, die es interessiert, eine große Geschichte darüber. Die Wild Images Gruppe ist populär geworden, weil einige amerikanische Schauspieler ihre Bilder gekauft haben. So, da gibt es ganz infantile Geschichten, die Sachen sind klein, DIN A4 in der Regel groß, nach unserem Maßstäben, also so 20x30 bis 30x40 ungefähr groß. Einfach auf Papier, mit Buntstiften, mit Farben, so ein bisschen, sieht so ein bisschen aus wie Kinderzeichnungen. Ist gerade ein Riesentrend. Und ich möchte Ihnen einfach mal die Frage stellen zum Thema Kunstbewertung und Künstler, welche Bilder Kunst sind und welche Kritzelei. Wie kann man also durch die reine Betrachtung möglicherweise, ohne dass man jetzt das Umfeld der Bilder, die Geschichte dahinter kennt, wie kann man herausfinden oder kann man überhaupt herausfinden, ob etwas hohe Kunst ist oder einfach nur das Werk, in diesem Fall eines Kindes. Dazu gibt es einen kleinen Wettbewerb für Sie. Wer entscheidet richtig, Kunst oder Kritzelei? Ich lese mal kurz vor. Im Folgenden werden zwei Bilder gezeigt. Beide haben etwa die gleiche Größe, ca. 20x30 cm. Eines stammt aus der Werkstatt der amerikanischen Künstlerin Betty Steinberg, die zu der Gruppe der sogenannten Image Wilds gehört und wurde vor 3 Monaten bei Christie's für $42.500 versteigert. Das andere stammt aus der Hand meines Sohnes Max. Er malte es im Alter von 3 Jahren. Das ist das Bild Nummer 1. Wer sich ein bisschen mit Kunst auskennt, kriegt vielleicht einen Zugang, weiß ich nicht. Man kann ja vielleicht erkennen, dass da so ein paar vielleicht nicht so einfach zu produzieren. Ich kann es nicht sagen. Ich gehe da ganz unvoreingenommen ran. Bild Nummer 1 und das ist Bild Nummer 2. Jetzt kriegen Sie die nochmal nebeneinander präsentiert. Noch einmal, beide zusammen, Betty Steinberg oder Max Driesch. Bild 1 und Bild 2. So. Sie dürfen abstimmen. Wer ist für Bild 1? Bild 1, Betty Steinberg. Bild 2, Betty Steinberg. Ja. Ich würde mal vermuten, so 50-50. Geben mir die hinteren Reihen recht. Ja, ne? War ungefähr 50-50. Ja, 50-50.
Bitte? Das ist die Lösung. Also die Lösung ist, beide Bilder stammen von meinem Sohn Max. Es gibt weder Betty Steinberg und auch keine amerikanische Künstlergruppe namens Wild Images oder Image Wilds. Es konnten sich hier aber, ich habe es mir vorher schon gedacht, einige, viele, alle vorstellen, dass eines der Bilder hohe Kunst ist. Alles nur eine Frage der Geschichte, die um das Bild herum erzählt wird. Nee, also das kurz noch zwischen. Was ich sehr schön fände, wäre, wenn wir einfach zwischendrin rumdiskutieren. Also bitte. Ja, das führt jetzt natürlich schon mehr ins Eingemachte. Warum? Also, jedenfalls die festen Kriterien, denen sich aber die Chance oder äußern, weil sie gar nicht die ganze Sache so möglich. Ja, aber das ist ja genau der Ansatzpunkt jetzt hier am Anfang. Es geht mir einfach darum, mit solchen kleinen Taschenspielern-Tricks aufzuzeigen, wie leicht man in eine Richtung gedrängt werden kann und tatsächlich glaubt, keiner von Ihnen ist doch aufgestanden und hat gesagt, ach, was ist denn das? Das sind doch Kinderkritzeleien. Die Einzige, die gelächelt hat, war meine Frau in der letzten Reihe, weil sie die beiden Bilder kannte. Ansonsten saßen alle ganz konzentriert und haben sich überlegt, mein Gott, ja, okay, eins muss irgendwie 2000 Euro versteigert worden sein. Und sie haben es tatsächlich, widersprechen Sie mir, so ziemlich glaubt, diese Bilder, nennen wir es so, hohe Kunst ist. Tatsächlich sind es zu lange einem Dreijährigen aus dem Kinder. Bitte? Bitte? Naja, das ist eben genau die Frage. Da kommt dazu ganz so einfach ist es nicht. Die Räumlichkeiten, in denen wir hier sitzen, da gab es früher die Kunstfabrik. Eine Galerie, die speziell Bilder eines Opposel, helfen Sie mir nochmal, wie hieß er? Der Boucher, genau. Von Boucher verkaufte. So, die Geschichte, die mir der damalige Eigentümer und damalige Vermieter ganz erfolgreich, die Bilder ganz gefällt. Wahrscheinlich dekorativ, mochte die und relativ diesen Bildern gekauft. Und dann ist der Galerist irgendwann auf die vermessene Idee gekommen und hat sich gedacht, naja, wenn die so begehrt sind, dann werden wir einfach mal ein bisschen elevitieren. Wir werden sie teurer machen. Ein bisschen ruhmreicher und ich ein bisschen finanziell meine Idee. Das hat leider nicht damit gerechnet, dass es so einfach nicht geht. Natürlich ist der, da kommen wir auch gleich noch zu, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt in der Qualitätsmarkierung von Kunst. Aber ich kann nicht einfach sagen, ich nehme jetzt so ein Bild, mache ein Label drauf, 42.000 Euro und dann wird es schon jemand kaufen. So einfach ist es nicht. Man braucht dann komplett nur die Vernetzung und die Reputation als Handelnder, um überhaupt in der Lage zu sein, so weit zu bringen. Ja, tut mir leid, dass ich Sie jetzt zweimal ein bisschen annehmen muss. Eine längliche kleine Einlage. Wir sind aber überzeugt. Das ist ja, und das, ich, damit will ich gar nicht den Begriff, die Kunst in irgendeiner Weise schlecht reden. Ich möchte nur auf eine ganz einfache Weise ein Bewusstsein dafür erzeugen, dass wirklich alles heutzutage Kunst sein kann. Die zeitgenössische Kunst hat sich so weit von Qualität wirklich alles zur Kunst kann. Wir haben im Vorfeld dieser Veranstaltung haben wir uns überlegt, okay, wie dekorieren wir das hier? Wir wollten jetzt hier nicht so eine normale Vortragsnummer haben, hier womöglich mit so einem Rednerpult und so. Und ich habe bis vorhin noch überlegt, ob ich hier ein paar Bierkästen reinstelle, ein paar leere Weinflaschen hier hinschmeiße, um einfach hier so ein Künstleratelier
zu schaffen. Ne? Die Bohème, das, was so viele auch anzieht, was den Geldadel anzieht, was Leute, die in Banken arbeiten beispielsweise. Es gibt ja hier in Düsseldorf die Nationalbank, die ganz handelt. Und weil dieser Zugang zur Kunst für viele natürlich unheimlich interessant. Also Leute, die Jobs haben und selber vielleicht gar nicht so aus sich heraus in der Lage sind, ihr Leben ein bisschen lockerer anzugehen, haben total Spaß mit Künstlern zu leben. Also diese Kunstszene hat eine unheimlich hohe Anziehungskraft. Das kommt noch zu all dem anderen dazu, was wir gleich lesen oder hören. Ich möchte jetzt, wo wir gerade bei dem Thema Qualität kurz waren, nochmal aus dem Buch Mythos Kunst, was wir heute Abend vorstellen und was auch oben zum günstigen Preis von 17,90 Euro zu erwerben ist, vorlesen. Und zwar über oder zum Thema Qualität von Kunst. Da haben wir ja ein grundsätzliches Problem, was wir gerade ja schon, oder ich lese einfach. Ich muss mal gerade hier meine Seite aufblättern. Den Einstieg in die Antwort auf die Qualitätsfrage in der bildenden Kunst leitet ein Zitat von Christoph Heinrich treffend ein. Zitat: Nicht von Qualität im Sinne einer grundlegenden Eigenschaft soll und kann hier die Rede sein. Diese zu benennen wäre ja zunächst einmal ganz wertneutral, also zu fragen, ob das Bild groß oder klein, hell oder dunkel, die Farbe dick oder dünn aufgetragen ist. Auch nicht die Qualitäten, hier etwa die malerischen Qualitäten, die einen erfahrenen, gekonnten Umgang mit dem Medium Malerei offenbaren, ist ja auch in der zeitgenössischen Kunst gar nicht mehr möglich in der Form, wie wir gerade gesehen haben. Nein, Qualität meint hier die klare Wertung, das Gütesiegel. Viel zu selten steht einer auf und fragt, was das denn bitte sei, Qualität, wie lange man im Dienst sein müsse, um das zu entscheiden. Zitat Ende. Zunächst ist also die fehlende Definition von Kunst das Grundproblem einer objektiven qualitativen Bewertung. Wie soll man etwas bewerten qualitativ, von dem man noch nicht einmal weiß, was es ist? Also muss man zwangsläufig bei der Frage nach der Qualität die Einschätzungen und Bewertungen der Kunstwelt zugrunde legen, die durch ihre Handlungen hohe Kunst definiert und mit Hilfe des Preises markiert. In der Kunstwelt wird diese Situation kontrovers diskutiert. Einige Experten formulieren, dass gute Kunst sich individuell manifestiert durch das, was gefällt. Andere sehen Kunst nur dann als gut an, wenn diese in Museen ausgestellt wird. Hier finden wir den Glauben an die Entscheidungen von Akteuren im Kunstmarkt. Und nicht wenige sind der Ansicht, Qualität in der Kunst lasse sich überhaupt nicht definieren und auch nicht messen. Die gegenteilige Erklärung, Qualität in der Kunst lasse sich objektiv definieren und erkennen, findet man in der einschlägigen Literatur und im Konzert der Kunstschaffenden im Übrigen nicht. Wäre ja möglicherweise für die herrschende und bedeutungsweisende Kunstkaste von Nachteil, wenn man die Kunst qualitativ bewerten könnte. Wichtig sind in der Qualitätsbewertung in der Regel inhärente Aspekte. Die ständigen Merkmale eines Produktes sind anders als zugeordnete Merkmale, wie etwa der Preis. Gehen wir also mal ins Detail der bildenden Kunst. Die technischen Qualitäten spielen dort bestenfalls eine marginale Rolle. Dass der Keilrahmen samt Leinwand, auf dem ein Gemälde entstanden ist, sich nicht beim ersten Umhängen des Bildes in seine Bestandteile auflöst, wird in der Welt für hohe Kunst also nicht hinterfragt oder gar preislich bewertet. Eine inhärente oder intrinsische und damit theoretisch objektive Qualität ergibt sich bestenfalls aus der Motivation des Künstlers und seiner Idee. Ist ein Bild ein wahrhaftiges, transzendentes Opus Magnum oder nur verkaufsorientierter Kitsch? Wer soll das im Zeitalter der modernen Kunst, in dem Marcel Duchamps signiertes Urinal von 1917 zum wichtigsten Frage, kann bestenfalls der Künstler selber geben. Von außen ist eine Bewertung gar nicht möglich. Eine objektive Qualität ist zwar möglicherweise vorhanden, in welcher Ausprägung auch immer, aber sie ist höchstens durch den Künstler selbst aufklärbar, der aber in der hohen Kunst immer auch Interesse haben kann, ein weiteres großes Werk erschaffen. Ob ein bekannter Künstler mit einem seiner Werke also einen eigentlich belanglosen Schnellschuss produziert hat, der dennoch als hohe Kunst gehandelt wird, ist nicht zu ergründen. Objektive Qualität in der Kunst ist eine Qualitas Occulta und damit de facto Nichtwissen. Die subjektive Qualität eines Kunstwerkes hingegen ist definierbar. Sie entsteht durch die Strukturen, in die es eingebunden wird und in denen es zur hohen Kunst erwächst.
Diese ergibt sich in erster Linie aus der kollektiven Einschätzung, die durch Meinungsführer und Macher im Kunstmarkt gebildet wird, also hauptsächlich definiert durch die kunstgesellschaftliche Struktur und nicht jedoch durch das Werk an sich. Dass diese nicht inhärente, rein subjektive Qualität sich jederzeit verändern kann, beschreibt Lucien Karpik so, Zitat, der Vergleich von Gemälden zeigt, dass sogar die wenigen unter ihnen, die lange Gegenstand allgemeiner und weltweiter Verehrung waren, stets die Qualitätsunsicherheit behalten, die, sei es durch eine Neuzuschreibung oder durch einen veränderten Publikumsgeschmack, ihren künstlerischen Wert beeinträchtigen könnten. Gemälde sind einzigartige Totalitäten, die allen Versuchen objektiver Einstufung entgehen. So, damit ist ein Teil der Frage beantwortet. Oh, jetzt muss ich mal gerade kurz hier. Sorry. Das war's dann. Möchte jemand was trinken gehen? Also. Bitte? Das ist. Also, was wir sehen können, ist, dass es reine Objektivität nicht geben kann. Das zumindest mein Statement bis hier ist. Falls irgendjemand eine andere Meinung hat, auch hier einige Profis aus der Kunst, die sich in dem Bereich interessiert zeigen, der darf aufzeigen und sich gerne zu Wort melden. Ansonsten gehe ich davon aus, dass bis jetzt alles, was ich erzählt habe, die absolute und reine Wahrheit ist. Nee, ich muss nur sagen, es führt einen natürlich. Achso, Entschuldigung. Nee. Es führt einen natürlich gnadenlos in die Welt von Freud. Und zurück nach zu Platon und Plotin und so weiter, wo ja eben halt, man weiß das Unbewusste, das Eigentliche ist, was im Verborgenen ist. Und dieses Verborgene, wer will es wissen, wer will es kennen, wer will es beurteilen? Also von daher weiß man, es ist nichts möglich, nichts Fassbares, nichts. Wie will man da noch objektive Kriterien eigentlich? Ja gut, die gibt es definitiv nicht. Also zumindest nicht in der zeitgenössischen Kunst. Es gab ja mal eine Zeit in der Kunst, in der es durchaus objektive Kriterien gab. Also die Verbesserung der Malerei im Laufe der Klassik, als immer alles realistischer wurde, als Licht und Schatten plötzlich besser dargestellt wurden, diese Geschichten. Ne? Also man könnte den Weg ja fortschreiten, fast bis zum Fotorealismus sozusagen, wenn man das Wort theoretisch. Also da könnte man natürlich Kriterien ansetzen. Man kann sicherlich auch in der Bildhauerei Materialgeschichten ansetzen. Wir haben ja auch einige Kunst von Damien Hirst, dieses The Love, wie heißt es nochmal, dieser Totenkopf, For the Love of God. Das ist ein Platin, ein verplatinierter Totenschädel, der mit irgendwie knapp 8600 Diamanten besetzt ist. Der hat allein einen Materialwert von 5. Das ist natürlich klar, das ist ein teures Werk aufgrund seines Materials. Die Frage ist, ist es Kunst oder ist es nicht irgendwie etwas, was auch bei Cartier auf der Königsallee im Schaufenster stehen könnte? Ne? Ja, ist es nicht ein Schmuckstück? Ich finde es auch jetzt eine ganz wichtige Frage für uns. Ist also der Wert, der materielle Wert, ein Teil der Kunst? Ne? Nein. Also in der Malerei eher nicht. Ne? Also es mag, Klimt hat ja, glaube ich, mit Gold gearbeitet. Gut, da ist natürlich der Material. Aber er steht trotzdem in keinem zu dem, was heute Bilder von ihm kosten. Also man bezahlt ja nicht Klimt heute, weil da Gold drauf ist, weil ein bisschen Blattgold ist ja auch nicht so. Gibt es ja in Düsseldorf sogar schon auf einer Currywurst, 12 Euro, glaube ich. Und insofern ist der Materialwert, also Sie kommen aus Bonn, ne? Ja, natürlich gibt es in Düsseldorf Gold auf der Currywurst.
Ich weiß nicht, ist noch jemand hier nicht aus Düsseldorf? Ist ja schrecklich. Ich möchte direkt den Faden weiterspinnen und noch mal ein Stück lesen, und zwar von Linus Wörfel. Linus? Da bin ich. Linus hat den Beitrag im Buch geschrieben, der sich mit Kunstfälschung auseinandersetzt. Das ist natürlich auch ein ganz spannendes Gebiet. Wir haben ja gerade diese wie spricht das sich eigentlich aus, der Beltracchi? Beltracchi? Beltracchi, ne? Ja, manche sagen so, andere sagen so, Beltracchi, ne? Ja. Wollten Sie was sagen? Ja, ist schon wichtig, dass man sich schon anhört. Der hatte übrigens ursprünglich, hieß er selber nicht Beltracchi, sondern hatte einen popligen Namen und hat den Namen dann gerne bei seiner Gattin übernommen. Okay, gut, als Beltracchi. Beltracchi hat uns ja gezeigt, zusammen mit dem Herrn Spieß, wie leicht man das, was ich gerade mit den Bildern von meinem Sohn versucht habe, in der Realität umsetzen kann und selbstgemalte Bilder für ein Heidengeld verkauft, indem man ihnen eine Provenienz gibt, die möglicherweise gar nicht haben. So wie ich gerade versucht habe, einem der beiden Bilder meines Sohnes die Provenienz zu geben, es wäre eine Künstlergruppe aus den USA. Ich möchte überleiten zu dem Begriff der Aura, das, was im Prinzip nicht aus der qualitativen, objektiven Bewertung von Kunst, dieser, wie wir gerade gesehen haben, kann, gibt, ist das Drumherum. Alles, was dazu führt, die Geschichten, die Einbindung in die Kunstszene, das bis hin zu tollen Versteigerungserfolgen, all das führt letztendlich ja dazu, dass man vor einem Bild steht und sagt, wow, guck mal, Gerhard Richter, wow, das hat Gerhard Richter gemalt, wow, da fühlt man schon, man fühlt dann irgendetwas. Und wenn man ganz nüchtern davor steht, ich meine jetzt nicht unalkoholisiert, ist ja manchmal schwierig auf Vernissagen, weil meistens ist man ja leicht angeheitert, dann muss man sich schon die Frage stellen, ja, welche Mechanismen stecken dahinter? Und da ist von Walter Benjamin vor vielen Jahren der Begriff der Aura in den Kunstzirkus eingebracht worden. Und ich möchte dazu von Linus einen Teil lesen, das sich mit genau dem Thema beschäftigt und das so ein bisschen die Idee rüberbringt, wie denn jetzt der Schritt von der Nichtqualität in die differenzierte Bewertung und die differenzierte Sichtweise auf Kunstwerke geschieht. Warum ist der Blick auf ein Bild von meinem Sohn eigentlich uninteressant? Man sagt besser, oh, hat aber schön gekritzelt, der Kleine. Wenn man aber jetzt denkt, meine Güte, nehmen wir mal, die beiden Bilder werden jetzt nicht von Max Driesch, sondern sie werden von, nehmen wir in die Nummer 1, Gerhard Richter. Gerhard Richter hätte jetzt irgendwie einen neuen Weg, er würde jetzt so Skizzen machen, man würde denken, so, wow. Und die Kunstwelt würde epibrieren und sagen, klasse, der macht jetzt kleinformatige Geschichten, die können wir jetzt schon für 6.000 Euro kaufen, prima Sache. Reden wir also über die Aura von Linus Wörfel. Mit der Aura entfernt man sich gänzlich aus dem Bereich des rational Begründbaren. Sie ist eben nicht durch den Verstand und seine fünf Sinne zu erspüren oder auf weltliche Art beweisbar. Hier wird auch offenkundig, was jeder schon ahnte, der einmal unter Kunstfanatikern unterwegs gewesen ist. Die gängigen Erwartungen, Deutungsmuster und Empfindungsweisen dieser Klientel weisen eine enge Verwandtschaft zur Religion auf. Hier tritt der Glaube an die Stelle des Wissens, weswegen es so müßig ist, sich mit rationalen Argumenten an ihnen abarbeiten zu wollen. Eine wunderbare Anekdote, die das trefflich illustriert, findet sich in Wolfram, also Beltracchis Memoiren Selbstporträt. Spieß hatte ein gefälschtes Bild für echt erklärt, obwohl ihm eine negative Expertise vorlag. Zitat: Den problematischen naturwissenschaftlichen Befund ignorierte Spieß mit der Erklärung, es sei durchaus möglich, dass Max Ernst die Farben bereits im frühen Versuchsstadium benutzt habe. Außerdem glaube er nicht an die Endgültigkeit solcher naturwissenschaftlicher Erkenntnisse, so Beltracchi auf Seite 476 seines Schmökers. Wenn Spieß tatsächlich nicht aus Geldgier gehandelt hat, dann muss er die Chuzpe besessen haben, seine Antennen für die Aura für ungemein zuverlässig zu halten, was zeigt, was ohnehin klar sein sollte, dass nämlich die empfundene Aura kaum als verlässliche Größe taugt, weil sie gar nicht über subjektives Empfinden hinausreichen kann. Interessanterweise nutzte auch Walter Benjamin in seinem einflussreichen Traktat das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit
ausgerechnet den begrenzt belastbaren Begriff der Aura, um seine Thesen des Kulturwandels durch Massenvervielfältigung zu begründen. Zunächst konstatierte Benjamin, dass die Reproduktion in der Kunst einen immer wichtigeren Platz einnehme, wenngleich es sie in der Kunstgeschichte schon immer gegeben habe. Klassische Verfahren wie die des Gusses oder der Prägung klassifizierte er als händische Nachahmungen, während er darauf hinwies, dass moderne Kunstformen wie die Fotografie oder der Film die Möglichkeit technischer Reproduktion mit einschließen und eine klare Unterscheidung zwischen Kopie und Original weitgehend unmöglich machen. Daraus leitete er die Frage ab, was im Angesicht der Ununterscheidbarkeit von Original und Kopie den spezifischen Wert des Originals ausmachen soll, und kommt zu dem Ergebnis, dass das Kunstwerk durch die Möglichkeit der Reproduktion zu einem Objekt gemacht werde. Darin ist freilich schon eine Wertung enthalten, denn das Objekt ist hier als Verfügungsmasse aufzufassen. Es mangelt ihm entscheidend an einer Größe, die es etwas zu etwas Erhabenem macht. Diese Größe bezeichnet Benjamin als Aura. Weiter führt er aus, dass das Kunstwerk ursprünglich im Dienst des magisch oder religiösen Rituals gestanden habe, der einzigartige Wert eines echten Kunstwerks also in seiner Fundierung im Kult zu sehen war, über den es auch seinen Gebrauchswert zugewiesen bekam. Die Säkularisierung habe nun dazu geführt, dass die Authentizität an die Stelle des Kultwerts getreten sei. Aura spricht Benjamin nur dem Original zu. Es ist eine Qualität, die in seiner Eigenschaft der einmaligen Erscheinung ein Gefühl eines Hier und Jetzt erlaube. Ein solches Werk habe eine Geschichte und sei echt. Die mit einer Akzeptanz der Vervielfältigung einhergehenden Wandlung der Wahrnehmung sei als Verfall der Aura zu begreifen. Der Gegenstand, in Klammern das Kunstwerk, werde seiner Hülle entschält, die Aura zertrümmert. Im Klartext heißt das, dass der neue Kultwert und damit Ausstellungswert in säkularen Zeiten über die Exklusivität herzuleiten sei, Kunst im Sinne der Aura also exklusiv zu bleiben habe. Eine wirkliche Emanzipation der Kunst von Glaube, Kult und Religion kann so sicher nicht gelingen. Die aufrechterhaltene Forderung nach Exklusivität der Kunst fällt heute in eine Zeit, in der das magische und religiöse Ritual von einer weltlichen Form des Kultes abgelöst wurde, in der die Aura zu einem integralen Bestandteil einer rein kapitalistischen Logik degradiert und das Ausmaß des Kultwertes über das Preisschild zu ermessen ist. Da ist man vom Erhabenen, dem per Definitionem eine idealistische Note zugeschrieben wird, schon ein ganzes Stück entfernt. Man darf tatsächlich daran zweifeln, ob der heraufbeschworene Gefahr einer durch Vervielfältigung hervorgerufenen Zertrümmerung der Aura mit einer Überbewertung der Exklusivität zu begegnen ist. Mit solch einer Reduktion wird Kunst zur Ware, die Aura trivialisiert und das Credo von der Kunst um ihrer selbst willen vollends zur leeren Hülse. Linus. Was macht der hier? Sorry, ich muss gerade auf Sky Go mal das Ende der ersten Halbzeit gucken. Tut mir leid, aber irgendwie verweigert er sich hier meiner Kontrolle. War ja zu erwarten. Wenn Sie was zu trinken haben möchten oder zur Toilette gehen möchten. Okay, dann muss ich gleich mal meine Präsi da weitermachen am Computer. Jetzt brauche ich noch irgendwo muss ich meine Seitenzahlen gleich fürs Weiterlesen herkriegen. Lassen wir das. Ist ja ein schönes Bild, oder? Reicht auch, ne? Ja, reicht auch. Also, möchte jemand was zur Aura sagen? Ich bin ein bisschen irritiert, dass keiner diskutieren will. Normalerweise ist ja gerade dieser ganze Kunstbereich immer so schön kontrovers und wir haben ja hier auch ein paar Leute, die sicherlich das eine oder andere dazu zu sagen haben. Ist das alles so einsichtig, was ich hier sage, finde ich großartig. Also. Das ist wirklich so eine große Glaubensfrage, diese Aura allein. Das kann man nicht fassen.
Naja gut, die Aura ist ja jetzt nicht als Glaubensfrage in dem Fall. Es ist ja im Prinzip eine Metapher für das, was vielleicht im Marketing als Zusatznutzen um ein Produkt herum formuliert wird. Also ich habe ein Bild und letztendlich gibt es ganz viel drumherum, was dieses Bild interessant macht. Meine Schwiegermutter beispielsweise malt. Meine Stiefschwiegermutter malt auch. So. Da sind manchmal Bilder darunter, wo ich denke so, sieht aber gut aus. Ich käme aber nicht auf die Idee, mir eins von diesen Bildern zu Hause ins Wohnzimmer zu hängen. Warum? Habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Weil ich es peinlich fände, wenn mich jemand fragt, von wem das Bild ist. Würde ich sagen, es ist von meiner Schwiegermutter. Und sagen, da hängst du ja Bilder von deiner Schwiegermutter ins Wohnzimmer, ist ja gruselig. Wenn aber genau das gleiche Bild nicht von meiner Schwiegermutter wäre, sondern von schon wieder Gerhard Richter, so what von mir aus, von Gerhard Richter, würde ich wahrscheinlich Essen machen. Leute einladen, denn das guckt euch das Bild an. Das ist die Aura letztendlich, die den Unterschied ausmacht, das, was gemeint ist. Dann kann man was zu dem Bild erzählen, da hängt vielleicht eine Provenienz hinter, vielleicht hat schon Gerhard Schröder das Bild besessen, von Putin geschenkt gekriegt. Geschichten, die um dieses Bild herum gestrickt werden, die entstehen, die führen letztendlich zu dem, was Benjamin als Aura beschrieben hat. Ich möchte da noch ein Beispiel zu bringen, was mir persönlich ganz einleuchtend ist. Vielleicht kann jemand anders das nachvollziehen. Ich bin ein totaler Freund von alten Gemäuern, das heißt historische Gebäude, in welcher Form auch immer, interessiert. Machen. Ich finde es klasse, durch ein Haus zu gehen, was 300, 500 oder noch mehr Jahre alt ist und alleine der Gedanke, wer da schon überall rumgeschwirrt ist, was da schon alles passiert ist, wie das entstanden ist, über viele Bauphasen, über Jahrhunderte, finde ich irre. Da weht, da gibt es ja ein schönes Zitat aus Stonk, da weht einen so der Hauch der Geschichte an. Jetzt gibt es ja in Freizeitparks ganz häufig so Nachbildungen von solchen Sachen. Da geht man durch und denkt so, ja, ist ja ganz nett, aber da fehlt was. Ne? Also man denkt so, okay, das ist ja vor 3 Jahren gebaut worden, das haben sie toll gemacht, das sieht vielleicht sogar 1:1 so aus. Vielleicht gibt es sogar mittlerweile jemanden, der in der Lage ist, über einen, da gab es auch mal jemanden, einen gewissen Herrn Bohn, der schlug vor, dass man Kunstwerke über ein, wie nannte er es, Molecular so und so Device einfach klonen. Das heißt, man sollte wirklich Atom für Atom das Kunstwerk nachbauen, was vielleicht in Bälde schon technisch möglich ist. Und dann hätte man ja genau das Gleiche wie beim Original. Ist eben nicht das Gleiche. Da ist eben nicht Rembrandt mit seinem Pinsel dran gewesen. Entschuldigung für den. Und das ist eben der große Unterschied zwischen dem, was Benjamin meint, dem Original mit seiner Aura, das, was wir auch in einem historischen Gebäude vielleicht empfinden, und das, was bei einer Reproduktion ist oder bei einem Bild, was eben keine Aura hat, wie vielleicht das von meiner Schwiegermutter, ohne ihr jetzt zu nahe treten zu wollen. Das ist eben der große Unterschied. So, aber was passiert denn jetzt? Jetzt sind wir an der Stelle angekommen, wo wir nicht wissen, was Kunst ist, wo wir sagen, okay, was Künstler machen, ist Kunst. Künstler sind aber die Kunstwelt zu Künstlern macht. So, dann entstehen da Kunstwerke. Die können wir nicht objektiv bewerten. Die haben aber im Zweifel irgendwie eine Provenienz, die kommen irgendwo her, die haben eine Aura, man hat vielleicht irgendwie ein gutes Gefühl zu dem Künstler, finde das total spannend, irgendwie ein Werk zu haben. Wie kann man jetzt diese Kunstwerke irgendwie unterscheiden? Warum kostet das Bild von meiner Schwiegermutter nichts? Materialkostenerstattung, gib das Geld für die Leinwand und die Farbe und du malst mir ein Bild. Herrlich. Anna, eine Frage. Nein, ich denke, es ist ganz wichtig zu differenzieren. Also, das alles, was du jetzt beschreibst und was auch in dem Buch zu finden ist, ist ja die Herangehensweise von einem Betrachter, der vielleicht, weiß ich nicht, viele Museen, aber irgendwie
beschäftigt. Wenn die Ordnung normal sind, die anderen sind die, die jeden Tag sich mit Kunst beschäftigen oder Kunst sammeln, der Kunstsammler zum Beispiel oder eben auch der Künstler, der vielleicht auch sammelt. So, und da würde ich eine Unterscheidung machen. Die Aura, die ist richtig, die gibt es von einem Kunstwerk, aber die kann auch jemand haben, der sich ganz intensiv, ganz frisch mit Kunst beschäftigt. Und, ja, das ist aber, glaube ich, ein Missverständnis. Das ist, glaube ich, ein Missverständnis. Ja, natürlich. Ja, aber ja. Was mir so auffällt, ist im Moment, dass das so negiert wird alles. Also es wird eben so aufgehoben, es wird alles entmystifiziert, aber was bleibt dann unterm Strich übrig? Meinst du jetzt, es wird generell oder meinst du mich jetzt? Ich meine jetzt das Buch. Aber was wird aufgehoben? Dann habe ich es noch nicht so ganz verstanden. Es ist schwierig. Es ist ein schwieriges Feld, also kann man es auch schlecht formulieren. Ich denke, dass in dem Moment, ich versuche das jetzt mal mit der Musikbranche zu vergleichen. Im Moment gibt es ja ganz viele Stars und jeden Tag wird ein neuer Superstar gegründet und entdeckt. Und das ist wie Karaoke singen, so ein bisschen. Also die Spielgruppe ist Karaoke singt, die kann das sehr gut und das Publikum ist fasziniert und hört zu und findet den Abend genial, aber es ist eine einmalige Angelegenheit. Ja, es. Ein Künstler produziert eben nicht nur einmal etwas Geniales, sondern er schafft es mehrfach. Dadurch entsteht schon mal eine Marke, ein Künstler, also der dann auch was wert ist, wie der Richter jetzt zum Beispiel. Ja, aber da ist ja genau. Von, sagen wir ruhig, über Richter sprechen und zur bildenden Kunst und Superstars beispielsweise. Da gibt es auch zwei wissenschaftliche Ansätze, die erklären, warum jemand oder wie es zu Superstars kommt. Ganz grob skizziert. Die einen machen es über Talent und bei den anderen, bei denen Talent keine Rolle spielen kann, weil man es gar nicht fassen kann, läuft es über Kommunikation. So, die Talentschiene ist relativ einfach, kennen wir alle. Also das ist sozusagen die Abstimmung mit den Füßen. Wir gehen in Filme, weil wir sie klasse finden und wir hören Musik, weil wir sie klasse finden. Wir hören selten Musik, weil jemand anders sagt, er findet die klasse. So, das ist der Bereich zum Beispiel in der Musik, wo nochmal der Begriff die Abstimmung mit den Füßen stattfindet oder mit der Geldbörse oder wie auch immer oder heute mit den Downloads. So, da ist es relativ einfach. Da entscheidet die Masse, wer zu einem Superstar wird, weil man kauft einfach bestimmte Platten viel mehr als von anderen. Natürlich gibt es da noch so ein paar andere Eckpunkte, aber hier gibt es eine relativ definierbare Qualität. Da kann man natürlich auch drüber philosophieren, aber wenn 80 Millionen Platte X kaufen, dann ist das eine Aussage. Wenn die Platte Y nur von 500 gekauft wird, ist das eine Aussage. Dann kann man zwar sagen, ja, aber Y ist doch viel besser, ist doch musikalisch viel wertvoller, weil da ist natürlich eine akademische Diskussion dran. Der eine wird zum Superstar, der andere nicht. In der bildenden Kunst ist das ganz anders. Da haben wir das nicht. Da gibt es schon mal eine Abstimmung mit Füßen gar nicht, weil man hat Unikate. Es können nicht 3 Millionen Leute einen Richter kaufen. Geht gar nicht. Geht schon. Lass mich kurz. So, der Ansatz, der dahinter steckt, ist, es läuft über Kommunikation. Man hängt sich da an, wenn man sich in der Kunstszene integrieren will, man hängt sich da an, wo man am meisten kommunizieren kann. So, das heißt, ich hänge mich an die Künstler an, die en vogue sind. Da kann ich viel drüber lesen, da kann ich viel drüber mitkriegen, da sprechen alle drüber, also bin ich auch dabei. Macht es für mich Sinn, aus sozusagen persönlichen, ökonomischen Gründen, mich mit so einem Künstler zu beschäftigen, weil beschäftige ich mich mit
mit anderen ist das erstmal gar nicht so spannend, weil ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber reden soll. Ich möchte das jetzt nicht pauschalisieren, aber das ist so das Grundprinzip, warum es dann so Clusterbildungen um einen Künstler gibt und um andere nicht. Und die einen sind dann die Superstars irgendwann oder Stars oder können gut von ihrer Kunst leben und andere halt überhaupt nicht. Und davon gibt es ja bekanntermaßen ganz furchtbar viele. Ich meine, wir wissen ja alleine hier von der Kunstakademie in Düsseldorf, dass irgendwie 98% der Absolventen von Kunst nicht leben können und auch in Zukunft nicht leben können werden. Ne? Ich wollte es nur ergänzen kurz. In den 80ern haben wir ja etwas verschiedene Auflagenobjekte gehabt und da gab es tausende Auflagenobjekte und warum ist ein Bruno Bodi oder ein Ottmar Alt oder ein Andy Warhol am Ende so kommerzialisiert worden durch das Auflagenobjekt? Also da hat es ja stattgefunden und da war in den 80ern auch der Kunstmarkt der Bunte. Wie verrückt, und jetzt geht man wieder zurück zu den Unikaten, gut, und es sind dann halt die großen Meister irgendwo, und wo, ja, das ist vielleicht auch eine Zeitgeistfrage. Hier darfst du melden. Ja, wenn man das Ökonomische eventuell ein bisschen außer Acht lassen, kann man mehr auf die Aura konzentrieren, dass meiner Meinung nach entsteht mit dem Betrachter selbst. Das Bild oder das Kunstwerk wird ja erst vervollständigt durch die Kommunikation. Warum sagen wir das? Wo greift es mich an, ganz tief? Dass der Betrachter eben die, ja, wenn wir das Geld mal weglassen, dass der den Wert setzt, ja, persönlichen Wert. Das ist für den Betrachter sehr schön und für den Künstler natürlich absolut auch, weil man weiß, in dem Zeitpunkt, in dem man es geschaffen hat, in der Stimmungslage war und genau das ankommt. Ja, Sie greifen im Prinzip so meine letzten beiden Sätze, die ich heute noch vorlesen will, vorweg. Das ist das, wo es eigentlich hinführen soll. Das ist das, was Kunst Menschen geben soll. Jeder hat Kunstwerke, die ihn ansprechen, andere nicht. Dabei spielt es am Ende des Tages gar keine Rolle, wer diese Kunstwerke erschafft. Das meinte ich ja gerade. Ich habe Sachen von meiner Schwiegermutter, da stehe ich vor und denke so, oh, das ist aber schön, das finde ich total klasse. Was auch immer, das spricht mich an. Kann man ja selten in Worte fassen. Und andere sind belanglos. Und das gibt es bei Gerhard Richter genauso. Da gibt es Sachen, da denke ich so, wow, das ist schön. Und das Gros, mein Gott, ist für mich belanglos. Ist aber eben nicht für die Kunstwelt belanglos. Da entsteht ein Markt drumherum. Da wird was aufgebauscht. Möchte ich vielleicht einfach direkt mal hinspringen und was zuvor lesen, wenn Sie möchten. Wir sind dann auch schon fast am Ende. Wenn ich jetzt die 24 Seiten gelesen habe, die ich hier noch lesen möchte. Nicht die Qualität definiert den Preis, denn das ist ja gar nicht möglich. Da ja der Begriff der Kunst seit jeher undefinierbar ist und auch immer bleiben wird, zumindest in der zeitgenössischen Kunst, ist in der Folge auch eine Qualität von Kunst nicht objektiv definierbar. Also nutzt die Kunstszene die Mechanismen der Ökonomie schamlos aus. Credo, was teuer ist, ist gut. Diese Betrachtungsweise ist nach Piroschka Dossi gleichsam das Mantra der Kunstakteure. Es ist somit zumindest theoretisch einfach, ein Bild oder gleich das ganze Oeuvre eines Künstlers hochwertig zu vermarkten. Man muss nur einfach die Preise entsprechend festsetzen. Aber natürlich braucht es dazu eine Reputation als Galerist inklusive der entsprechenden Vernetzung. Und dann kann es theoretisch so gehen. Ein Galerist findet eine neue interessante Künstlerin. Diese hat das Notwendige, nämlich einen eigenen Stil oder eine Idee für eine leicht neue Art von Kunst. Denn die Erfindung von Neuem, die Invention, ist ein zentraler Kern der Neuentdeckungen. Man muss seinen eigenen Stil haben, das ist eine Grundvoraussetzung, um in die hohe Kunst aufgenommen zu werden. Vergleichbar mit der Industrie werden also Neuerungen bzw. Neuheiten gesucht. Die versucht der begleitende Galerist dann von der Invention zur Innovation zu bringen, also von der Erfindung zum auf dem sich am Markt durchsetzenden Produkt. Nun muss der Galerist auch einen Preis dafür finden.
Dabei orientiert er sich an seinen Erfahrungen und dem Markt, um nicht zu billig und damit zu qualitätsarm zu sein, aber auch nicht zu teuer, um nicht den Auftakt zu verderben. Jetzt wird es ein bisschen polemisch. Dann guckt er noch ein bisschen auf die Quadratmeterzahl der Leinwandfläche, multipliziert diese mit dem Alkoholgehalt seines Lieblingsweines und, jetzt für Mathematiker, dividiert durch 0,5. Heraus kommt ein Preis, der vor allem zweierlei soll: Qualität signalisieren und dem Galeristen und Künstler helfen, Geld zu verdienen. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung und möchte so ein bisschen hinführen in die Leute, die Geld haben. Wie die denn, das ist ja auch der Basistenor, zu dem ich hinführen wollte, jetzt bei dem in Anführungsstrichen Vortrag. Was machen die mit dem Geld im Kunstmarkt? Oder warum ist der Kunstmarkt in der Form, wie er jetzt existiert, wie wir von ihm in der Zeitung gerne lesen, so abhängig von den Leuten mit Geld? Zur Beantwortung dieser Frage gehen wir über 11 Jahrzehnte zurück. Der amerikanische Ökonom und Soziologe Thorstein Veblen formulierte Ende des 19. Jahrhunderts seine Erkenntnis, dass ein Gut dem Konsumenten nur dann Prestige bringt, wenn seine Anschaffung verschwenderisch ist. Und er brachte damit zum Ausdruck, was sich hinter dem nach ihm benannten Veblen-Effekt verbirgt. Je teurer ein Produkt, desto größer der Prestige-Effekt für seinen Käufer. Veblen erläuterte in diesem Zusammenhang in seiner 1899 erschienenen Theory of the Leisure Class seinen Gedanken des Conspicuous Consumption, des Geltungskonsums. Menschen gäben, wenn möglich, Geld für überflüssige Güter aus, um sich selbst sozial darzustellen und ihren hohen Status nach außen zu demonstrieren. Veblen schreibt dazu, Zitat: In der modernen Gesellschaft begegnen wir einer Unzahl von Personen, die nichts von unserem privaten Dasein wissen. In der modernen Gesellschaft, muss man sich daran erinnern, hat das 1899 geschrieben. In der modernen Gesellschaft begegnen wir einer Unzahl von Personen, die nichts von unserem privaten Dasein wissen. Um diese flüchtigen Beschauer gebührend zu beeindrucken, muss uns unsere finanzielle Stärke auf der Stirn geschrieben stehen, und zwar in Lettern, die auch der flüchtigste Passant entziffern kann. Zitat Ende. Sind also möglicherweise die teilweise extrem hohen Preise auf dem Markt für bildende Kunst so zu erklären? Es scheint auf den ersten Blick einfach, den Erwerb eines schlichten Ölgemäldes durch einen reichen Käufer für 15 Millionen Euro unter den Begriff der Luxusgüter einzusortieren, also der Güterkategorie, die mit steigendem Einkommen verstärkt gekauft wird. Doch was für die teure Armbanduhr, die Handtasche des Edeldesigners oder ein Sportwagen aus Zuffenhausen richtig ist, gilt das auch für Kunstwerke, deren Qualitäten bekanntermaßen nur subjektiv zu beurteilen sind und die dennoch Millionenbeträge kosten können? Man muss sich bei der Betrachtung klar machen, dass Kunstwerke Produkte sind, bei denen der Käufer selbst über den Kaufpreis, den er zahlt, die Qualität entscheidend mitbestimmt. Denn die Qualität in der Kunst definiert sich über den finanziellen Gegenwert. Will man ein Werk als hohe Kunst markieren, so muss man einen entsprechenden Preis wählen. Gültig zeigt sich auch hier die alte rheinische Weisheit: Was nix kostet, das ist nix. Der Peanuts-Effekt. Die Kluft zwischen den Preisen für hohe Kunst und dem gesunden Menschenverstand wird in den Fällen extrem hoher Kaufpreise gewaltig. Wenn ein Werk nicht gerade ein mit Platin überzogener und mit 8601 Diamanten besetzter Totenschädel ist, so wie die 75 Millionen Euro teure Damien Hirst-Skulptur For the Love of God, dann hat ein Kunstwerk in den meisten Fällen, speziell bei Gemälden, einen sehr geringen Materialwert. Dennoch kann es zu extrem hohen Preisen kommen. Wie ist es erklärbar, dass scheinbar normale Kunstwerke, die wie viele andere auch nur aus Holz, Leinwand und Farbe bestehen, einige Millionen Dollar kosten? Es gibt heutzutage immer wieder Menschen, die sich große Vermögen erarbeiten. Und einige davon gehören, so der Vermögensforscher Thomas Druin, einer, Zitat, Klientel der Schamlosigkeit an, die ganz offensichtlich eine Luxusmanie leidet, Zitat Ende, der es nicht mehr ausreicht, nur reich zu sein, sondern die Aufmerksamkeit bereits als eigene Währung ansieht. Und da er ein Luxus-Penthouse für 30 Millionen Euro oder ein Kunstwerk für entsprechende Millionenbeträge kauft
um sich so in der Welt der Superreichen herausragend zu positionieren. Die Erklärung für dieses Phänomen lässt sich schließlich aus einer besonderen subjektiven Sichtweise der Nachfrage ableiten, die in Fällen sehr hoher, aber auch sehr niedriger liquider Vermögen auftreten kann. Hohe Kunstpreise seien eine Funktion hoher Einkommen und reich zu sein mache nur dann Sinn, so schreibt etwa die Zeitschrift The Economist, wenn man die teuersten Weine trinken kann, während man in seinem Penthouse auf teure Kunstwerke blickt. Darüber hinaus hängt die Preisbildung beispielsweise bei Auktionen davon ab, ob entsprechend wohlhabende Käufer anwesend sind und mediale Aufmerksamkeit erlangt werden kann. Ein Kunstwerk, so formuliert Peroschka Dossi, kann nur dann zu einem echten Statussymbol werden, Zitat, wenn sein Preis es dazu macht. Aus diesem Grunde ist Kunst immer genauso teuer, wie sie sein muss, Zitat Ende. Die Kombination aus Veblen-Effekt, sehr hohem Vermögen und Interesse an Kunst führt also ganz offensichtlich zu den teilweise exorbitanten Kunstpreisen. Doch wie ist es letzten Endes zu erklären, dass die Preise für die teuerste Kunst die Preise für die teuersten Immobilien überflügeln und das bei in der Regel deutlich geringeren Renditen als für alternative Geldanlagen? Die Erklärung liegt in der subjektiven Empfindung von Preisen. Was für den einen viel Geld ist, sind für die anderen die oft zitierten Peanuts. Die Grundlage für das, was ich hier den Peanuts-Effekt in der modernen Kunst nennen möchte. Ein Beispiel verdeutlicht den entsprechenden Zusammenhang. Für einen völlig mittellosen Mitmenschen ist es kein Trost, dass ein Brötchen beim Bäcker nur 25 Cent kostet. Aus seiner Sicht könnte es auch 1 Million Euro kosten, es macht keinen Unterschied. Der relative Kaufpreis des Brötchens ist für ihn im Moment der völligen Mittellosigkeit unendlich hoch, denn er hat nicht einmal die 25 Cent und kann daher kein Brötchen kaufen. Bekommt er nun von einem freundlichen Mitmenschen 1 Euro zugesteckt, so fällt der relative Preis für das Brötchen drastisch, von unendlich hoch in einen Bereich, der für den vormals mittellosen und jetzt 1 Euro Vermögenden relativ gesehen immer noch vergleichsweise hoch, aber absolut gesehen realisierbar ist. Er könnte sich also sein Brötchen kaufen. Betrachten wir nun sein Pendant auf der anderen Seite der finanziellen Möglichkeiten. Ein Softwareunternehmer, der mit der richtigen Idee, viel Arbeit und dem notwendigen Glück mehrfacher Milliardär geworden ist. Für ihn ist der Erwerb eines 25-Cent-Brötchens keinen finanziellen Gedanken wert. Vermutlich lässt er sogar Brötchen durch eine Hausangestellte kaufen und ist über die Brötchenpreise nicht einmal ansatzweise im Bilde. Eher denkt er möglicherweise im Rahmen der Diversifizierung seiner Aktivitäten darüber nach, die Bäckereikette zu kaufen. Für ihn ist das Brötchen unter dem Aspekt relativer Kaufpreise umsonst. Selbst wenn es von Gottes Hand aus himmlischem Teig gefertigt wäre und durch die Agentur für katholische Reliquienvermarktung zum Preis von 10 Millionen Euro angeboten würde, wäre der relative Kaufpreis für unsere Milliardär noch ganz weit im unteren Bereich. Das gleiche Prinzip ist auch auf Kunstwerke anwendbar. Trifft dabei ein ausgeprägtes Prestigebedürfnis auf ein entsprechendes finanzielles Vermögen, sind selbst 2- oder gar 3-stellige Millionenbeträge für den Käufer kein Hindernis. Im Gegenteil. Je teurer, desto besser. Finanziell weh tut es dem superreichen Käufer sowieso nicht und der Nutzen, den er aus seinem teuren Werk erlangt, ist für ihn von deutlich größere Bedeutung, denn er braucht die Liquidität, die er in das Kunstwerk steckt, nicht und in den meisten Fällen wird er bei einem Kauf sogar noch Gewinn machen. Von dem Prestigegewinn, ein super teures Werk zu besitzen und den Kunstmarkt ganz entscheidend mitzuprägen, mal abgesehen. Der Kunstmarkt ist im Bereich der hohen Preise de facto ein geschlossener Markt, in dem Akteure zu finden sind, die Lust oder wirtschaftliches Interesse haben, dort aktiv zu sein. Insofern ist auch die für den gesunden Menschenverstand irrational erscheinende Preisentwicklung für den Autor wie für die Vielzahl der Leser und sicherlich für die meisten Leute hier heute Abend nicht mehr als eine bunte Anekdote aus dem Kunst- und Wirtschaftsleben. Otto Normalverbraucher, Anna, dein Begriff, muss keine Sorge haben, dass Kunst generell unerschwinglich wird, denn die Werke der allermeisten Künstler werden auch in Zukunft zu vernünftigen Preisen erhältlich sein. Anders als Interventionen vermögender Menschen oder Institutionen durch Warenterminspekulationen, etwa in Märkte für Grundnahrungsmittel, die zu hohen Preisen und in der Folge zu sozialen Problemen führen können, haben die Preisfestsetzungen und Bildungen in beiden Marktsegmenten für hohe Kunst keine Auswirkungen auf Otto und seine Familie, da diese sich beruhigenderweise in einem geschlossenen Club von sehr Wohlhabenden abspielt. Ich gehe jetzt einfach noch zu dem finalen Kapitel im Buch über
Und dann können wir ja noch ein bisschen sprechen. Das ist jetzt nochmal von Linus Wörfel, der sozusagen das Schlusswort hat. Und da kommen wir dann, Frau Possehl, auch auf das, was Sie gerade angedeutet haben. Und was eigentlich der Wunsch eines jeden, der Kunst um der Kunst willen mag, sein sollte. Die Kunst ernst nehmen, das geht im eigentlichen Sinne nur, indem man sich von seiner Umwelt entkoppelt und die eigenen Eindrücke und damit sich selbst zum Fixpunkt der Betrachtung macht. Wer sich der Kunst hingibt, der sollte sich fragen, wer bin ich, was will ich und was sagt mir das Bild dazu? Kunst, die uns hierzu vielfältige Antworten zu liefern vermag, hat ihren edelsten Nutzen erfüllt. Dankeschön. So. Wir sehen mal wieder, dass Kunstpreis und so weiter, Prestige, dass es einfach die Kunst lächerlich macht, das Ganze lächerlich macht und ja, dass man, dass es auch die Kunst unrein macht und ja, und das wahrscheinlich das große Problem darin besteht, dass Kunst eben halt nicht Kunst an sich für sich ist, sondern, also nicht nur der Künstler, sondern diese beiden zusammen, der Betrachter und der Künstler und diese Interaktion und das, was sich da alles abspielt, das ist halt das, was am Ende ist, sein wird. Es wäre schön, wenn die Kunst, es wäre so rein, wenn die Kunst beim Künstler blieb. Was sagen die Galeristen dazu, die Anwesenden? Die Künstler werden im Zweifel nicken. Oder auch nicht. Keine. Was mir noch so aufgefallen ist, dass so im Laufe der Geschichte, Kunstgeschichte, dass es damals auch sehr viel Auftragskunst gab. Und die kam ja von den Reichen, vor allem von den Kirchen. Und das waren dann immer diese, immer die gleichen Motive aus der Bibel. Aber die werden auch heute noch hochgehandelt. Und da war dann ja auch diese Aura drin, indem man dann immer einen Heiligenschein draufgemalt hat oder sonst wie was, eine Sprache. Und es gibt die Bilder. War schrecklich, weil die ja so brutal daherkommen und deswegen mag ich die auch gar nicht mehr anschauen. Aber die hängen natürlich in den Kirchen, Kreuz hängt auch überall in der Kirche, in der katholischen zumindest. Und da hat die Kunst eigentlich auch dran gerüttelt, die gesagt hat, befreit euch davon. Und wir wollen das Gemetzel nicht sehen. Sondern bitte heute natürlich anders dargestellt durch Fotografie und dann in den Kriegen. Und da kann er natürlich auch die Kunst greifen und sagen, hier, so geht es nicht weiter. Naja, die Kunst hat vielfältige Aufgaben, auf jeden Fall. Ich wollte sagen, es ist im Grunde genommen ja schön, dass es sowohl das eine als auch das andere gibt, dass es gibt einen Kunstmarkt und dann gibt es Kunst. Schön, ja. Sollte sie sich machen. Weil Menschen immer, ja, also ob sie in Höhlen gelebt haben und da was in die Höhlen gehämmert haben, immer das Bedürfnis hatten, Kunst zu schaffen, anders zu sehen, anders zu betrachten, zu vereinfachen oder einen Blick auf Dinge auf eine bestimmte Art und Weise zu zeigen. Und das ist so vielfältig, wie es die Kunst gibt. Und ich meine immer in den Zeiten, wo, sagen wir mal, Stile gebrochen wurden, war natürlich derjenige, der diesen Stilbruch erstmal gemacht hat, war erstmal verpönt und später war derjenige, den man unheimlich geachtet hat dafür, dass er das, getan hat. Ja. Und dann ist er natürlich dann in dem Wert, weil er in der Zeit, wo er nicht geachtet wurde, nicht viel Geld hatte, vielleicht nicht viel gegessen hat, mehr getrunken hat, nicht so lange gelebt hat. Und jetzt, vor allem jetzt auch keine mehr nachproduzieren kann, ne? Es sei denn, er heißt Beltracchi. Also so viel Kunst, wie produziert wird, einerseits auch durch die
also vervielfältigt zu werden und sofort auch auf der ganzen Welt gezeigt zu werden, führt natürlich auch dazu, dass Dinge auch völlig an Wert verlieren und unterschätzt werden, obwohl sie ganz toll und großartig sind. Das ist das, was ein Betrachter jetzt nur für sich dann finden kann und sagen, das finde ich ganz toll, warum finde ich das toll, was mich anspricht oder wie auch immer. Oder wenn man wirklich zum Beispiel vor so einem großen Bild von Gerhard Richter steht, sagt man schon, das ist schon toll. Der selber sagt, als ein Bild von ihm verkauft wurde für 9 Millionen Euro, hat er gesagt, das ist genauso absurd wie die Finanzkrise. Ja, 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 genau. Also so, ja. Sowohl mit Entwert. Gut, kann man natürlich ganz entspannt sagen, wenn man Menschen auf einer Leipziger Schule gesprochen, der sagte, die Bilder sind noch nicht trocken, da werden die schon gekauft und im Prinzip in einen Katalog gepresst, damit man sagt, das wird in 10 Jahren kannst du wieder für ein Haus kaufen. Ja, ein schönes. Also insofern. Vielleicht, ja. Aber das Tolle ist, dass immer das Bedürfnis da ist, in jeder Generation Kunst zu machen, egal, also zu schöpferisch zu sein. Ja, ich glaube, was wichtig ist, wenn man Kunst mag, und da finde ich deinen Einstiegssatz, man muss unterscheiden zwischen Kunst und dem Kunstmarkt, der bringt es genau auf den Punkt. Man sollte Kunst individuell auf sich wirken lassen, im Zweifel selber Kunst machen, wenn man Lust dazu hat, vor allem aber sie selber auf sich wirken lassen. Und ich finde, es gibt auch einen Unterschied zwischen der Wirkung von Kunst, der direkten, unmittelbaren Wirkung von Kunstwerken und der Wirkung von Kunstwerken, indem man ihnen eine Aura zuspricht, zum Beispiel auch, indem man in Museen erstmal alles erklärt kriegen muss. Wer kennt nicht das Phänomen, man steht im Museum in irgendeiner Ausstellung, gerne auch in Dauerausstellungen vor zeitgenössischer Kunst und denkt sich so, also der klassische Spruch ist ja immer, das kenne ich auch. Also das vorhin, ist das Kunst oder kann das weg? Der ganze kunstwissenschaftliche Hintergrund, zum Beispiel bei dem schwarzen Quadrat auf schwarzem Grund etwa. Ne? Da gibt es ja immer Geschichten zu, warum das jetzt da hängt. Und ist für den Betrachter, der das Kunstwerk an sich auf sich wirken lassen soll, und das ist immer auch so ein Ansatz, den der Linus immer gerne vertritt, das Werk an sich soll doch auch für sich sprechen. Das ist natürlich eine riesen Herausforderung aus meiner Sicht. Welcher Künstler schafft es schon, mehrere Kunstwerke zu produzieren, die Leute total berühren, das ist ja total schwer. Ne? Also das ist ja irgendwie, die Frage ist, wie man sich stellen kann, geht das überhaupt? Oder ist nicht eine Geschichte drum immer total wichtig? Nehmen wir mal Louvre, die Mona Lisa. Wer war noch nicht da? Die meisten werden schon mal da gewesen sein. Du kriegst ja einen Affen, wenn du plötzlich in diesen Raum kommst. Da hängt JWD, dieses klitzekleine Bild, und davor stehen 6.000 Japaner, 7.000 Chinesen und 5.000 Westeuropäer. Und dann hängen die davor und fotografieren das. Und dieses Bild hat eine Anziehungskraft, ist unbeschreiblich. Aber nicht, weil dieses Bild aus sich heraus, sondern wegen der Geschichte drumherum. Wegen der Geschichte. Also wenn... Ja, natürlich. Natürlich, ja, es funktioniert halt immer. Es funktioniert bei Immobilien, es funktioniert bei Reliquien und es funktioniert halt auch bei der Kunst. Ne? Nur sowohl bei Immobilien als auch bei vielleicht einem Splitter von Jesus Kreuz steckt natürlich noch was ganz anderes dahinter. Ne? Da steckt tatsächlich was dahinter. Aber hinter einem Werk von Jackson Pollock, kennen die meisten von Ihnen ja vielleicht, einfach 1,20 Meter mal 2,40 Meter Faserplatte und Acryl drauf gesprenkelt, ist mal für 140 Millionen verkauft worden. Ist doch ein Wahnsinn, finde ich. Ne? Das sind ja doch wieder bei Kunstmarken, dass sie ohne gesehen werden können. Also bei einem schwarzen. Sag ich ja. Hab ich ja gesagt. Ja. Sag ich ja. Abstand überhaupt, weil etwas wissen.
Ich finde es aber trotzdem völlig legitim, zwischen Kunstmarkt und damit auch Kunsthistorie und der unmittelbaren Wirkung eines Kunstwerkes auf den Betrachter zu unterscheiden. Das finde ich legitim. Und deswegen darf ich mich vor so ein schwarzes Quadrat stellen und sagen so, hä? Was soll ich da jetzt mit anfangen? Ne? Also das kann ja eine Idee sein, zu sagen, ich möchte, dass Kunst unmittelbar auf mich wirkt. Ich möchte irgendwo reinkommen, ich möchte ein Bild sehen und so passiert es mir ja bei meiner schon mehrfach zitierten Stiefschwiegermutter hauptsächlich. Da komme ich rein und sehe ein Bild und denke so, wow, das ist aber cool. Wir hatten das die Tage noch. Wir haben da gesessen und die Diskussion gehabt. Die hat ihr ganzes Wohnzimmer vollhängen mit selbstgemalten Bildern. Da sind Sachen dabei, da denkst du so, hä? Finde ich jetzt irgendwie, musstest du da irgendwie ganz schnell die Leinwand voll. Und dann sind da andere bei, da denkst du so, boah, das ist irgendwie total, total ansprechend. So, da gibt es keine Aura zu den Bildern. Ne? Meine Stiefschwiegermutter hat keine Aura. Nein. War ein Scherz. Das geht ja. Es geht, dass Kunst ein individuell packt. Und ich behaupte einfach, dass es kein Kunstwerk gibt, das jeden packt, wenn es nur aus sich heraus wirkt. So, jeder hat sein eigenes Ding. Jeder hat seinen eigenen subjektiven Zugang zu dem Kunstwerk. Und das wäre doch letztendlich die reine Kunstbetrachtung. Man lässt mal den ganzen Vierlefanz, so nenne ich es jetzt einfach mal absichtlich etwas despektierlich, außen vor. Mir doch egal, ob irgendjemand als erstes eine Leinwand schwarz gemalt hat. Mir doch egal, ob jemand ein Urinal signiert. Da könnte man auch, wenn man als Ruhrgebietler rangeht, sagen, sag mal, habt ihr einen Knall? Ihr schreibt Ermut auf ein Pinkelbecken und das soll Kunst sein? Habt ihr einen Arsch offen? Da kann ich auch meine Mülltüte mir über den Kopf stülpen und nackelig, so wie letztens die Dame bei der Art Cologne, ne, die irgendwie aus ihrer Vagina Farbeier auf eine Leinwand fallen lässt. Also bei allem der Offenheit von Kunst gibt... Oder die von ihrem Freund. Ne? So, und das. Ja, ich finde trotzdem zum Beispiel, es hängt ja das Blaubild von Yves Klein in der Stuttgarter Staatsgalerie. Und als ich noch in der Ecke wohnte, habe ich mir einen Spaß draus gemacht, mich eine Stunde daneben zu stellen und eben diese berühmten Kommentare, könnte ich selber machen und so weiter. Ja, ja, ja. Habe ich immer gesagt, hast du aber nicht. Ja. Aber Silvia, das ist ja alles vollkommen richtig. Ja. So funktioniert's. So funktioniert's. Ja. Er hat ja so lange experimentiert, um dieses Kleinblau zu finden und hat ja da mit irgendeinem Kupferoxid dann experimentiert und am Ende ist ja dieser Komplementärkontrast im Bild. Man kann das ja alles wahnsinnig genau und exakt erklären. Und man kann es auch sehen. Ich sag doch gar nichts dagegen. Was uns, glaube ich, emotional gerade berührt, ist, dass eben die Kunst so auf der Strecke bleibt gerade. Also dieses, das, was uns alle irgendwie erfüllt, wenn wir ein Kunstwerk sehen, dass wir sagen, boah, es ist was Besonderes, egal wer was sagt und welche Medien irgendwas sagen. Genau. Aber es ist eben auch ein Zeitgeist gerade. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass Kunst immer mehr als Wertanlage betrachtet wird und dass auch Banken zum ersten Mal viel mehr damit überhaupt zu sagen, eben hier Kapital B, A, C und dann schieben die da verschiedene Künstler auf. Das ist so. Ja, aber gerade zum Thema Kapitalanlage, also Kunst als Investitionsobjekt ist eine Nullnummer. Also da gibt es so viele Untersuchungen drüber, so viele Studien, da kommt nichts bei raus. Ja. Ja, das ist, es geht ja gar nicht. Es funktioniert ja wirklich nur in manchen herausragenden Momenten. Also in der Regel kannst du mit Kunst, und das ist wissenschaftlich belegt, du kannst mit Kunst kaum Rendite erwirtschaften. Alleine schon wegen der ganzen Transaktionskosten. Völlig unabhängig davon, wie die Wertsteigerung der Bilder ist. Ein Großteil geht
beispielsweise in den Versteigerungen an die Auktionshäuser. Du hast so viele Transaktionskosten, du hast einen unheimlichen Aufwand, diese Bilder, die so einen hohen Wert haben, entsprechend zu lagern. Alleine die Lagerkosten und die Versicherungskosten, wenn man das alles mit reinrechnet, jeder, der beispielsweise alte Autos mag, da wird ja auch so gerne mal gesagt, kauf dir ein altes Auto, das ist eine super Wertanlage. Das ist ja geistesgestört, so zu denken, weil du hast Versicherungskosten, du musst die Karren unterstellen, die müssen so viel. Ich habe selber nichts Besonderes, ein Karmann Ghia Cabriolet von 1961 und ein VW-Bus von 1978. Wie oft habe ich schon überlegt, ob ich die verkaufen soll. Ach Gott, das ist irgendwie zu schade. Aber das kostet ja ein Schweinegeld. So viel kann der Wert gar nicht aufholen, wie ich da jährlich reinstecken muss, um die Karren unterzustellen, um die mal wieder zum TÜV zu bringen und. Das geht überhaupt nicht. Und bei Kunst geht es nachgewiesenermaßen auch nicht. Kunst ist keine... Aber der Karmann Ghia, der ist doch entscheidend. Ghia, Ghia. Das Geld. Natürlich, aber wir sprechen... Ja, klar. Natürlich. Aber das war ja gerade, es war ja gerade das andere Thema. Es geht ja darum, dass Leute Kunst kaufen zur Geldanlage vielleicht, aber sicherlich nicht um. Ich glaube nicht mal, dass es wirtschaftlich ist. Es ist aber rentabel schon gar nicht. Aber das sehen wir doch wieder bei der Aura, weil auch die Reichen sind ja über so ein Kunstwerk oder das Gemunkel wird er verkauft. Was heißt das? Klar. Jetzt wieder ins Ökonomische. Was heißt das, wenn er das verkaufen muss? Also man ist auf jeden Fall damit im Gespräch. Ja, klar, aber ich denke, absolut. Das ist eine Art von, ja, extra, ich würde gar nicht das Wort Klasse nehmen, sondern aber von extra Gruppe von Leuten, die wir wahrscheinlich alle relativ wenig zu tun haben. Und was ich schade finde, dass die Leute, die also sich für Kunst interessieren, wirklich die Künstler auch ausgucken und denen auch begleiten. Ich meine, auch Gerhard Richter hat nicht angefangen mit Millionenbeträgen. Ja? Sicher nicht, ne. Ganz klar. Und ich finde, das wäre wieder so wichtig, Interesse zu wecken und sagen, ich begleite den Künstler, ich finde den toll, ich stotter da sogar ein Bild ab. Übrigens haben auch viele Sammler, die Görz hat auch so angefangen, die waren von Anfang an mit viel Geld unterwegs oder haben Leute einfach nur gesammelt, weil sie ihnen gefallen haben, weil sie sie inspiriert haben. Und das wünsche ich mir einfach mehr. Und dieser Kunstmarkt haben wir geschont. Schönes Schlusswort. Naja. Ich habe was ganz anderes eben fragen, was vorhin so nebenbei mehr oder weniger bemerkt. Das fand ich ganz interessant. Wenn die Kunst, und hast du es in Frage gestellt, wenn die Kunst aus sich heraus wirkt, was meinst du denn genau? Was soll denn nicht aus sich heraus wirken? Was meinst du damit? Wie soll das ist eben der Unterschied zwischen der reinen Wirkung eines Bildes, von dem man gar nicht weiß, von wem, so wie diese beiden Bilder, die ich vorhin gezeigt habe von meinem Sohn. Man weiß, man sieht ein Bild und hat keine Ahnung, von wem das ist. Wirkt das auf mich oder wirkt es nicht auf mich? Sage ich, wow, finde ich klasse, oder sage ich, nee, kann ich jetzt nicht so besonders viel mit anfangen. Ist was ganz anderes. Kennt jeder, wenn man jetzt weiß, von wem es ist. Ne? Ist es das Bild von meinem Sohn? Dann sagt man, ach ja, guck mal, so eine süße Kritzelei. Ne? Ist es das Bild von der Betty Steinberg, von den Wild Images oder so ähnlich? Was 40.000, dann hat man schon, und ist es von jemand ganz Berühmten? Ne? Hat vielleicht Rembrandt selber seine Hände dran gehabt? Dann hat man da irgendwie einen anderen... Es wirkt anders auf einen. Ne? Ich habe es vorhin auch so mit dem Haus irgendwie so ein bisschen zu. Es ist einfach so. Ne? Diese Aura, und damit ist ja nicht nur der gemalte Heiligenschein, sondern dieses ganze Drumherum um ein Bild, die Geschichten, die um dieses Bild herum entstehen, gemeint. Ne? Wer will die, Silvia? Die Frage ist ja immer, wer will die? Und da möchte ich einfach nur auch mal darauf hinweisen, dass die Kunst, so wie sie im Moment in vielen Bereichen unterwegs ist, ganz viele Leute auch abstößt. So nicht unbedingt die ihre Currywurst mit Blattgold essen. Die haben dann einen anderen Zugang im Zweifel zu. Aber es gibt ja auch ganz viele andere Menschen,
die irgendwo anders wohnen als in Düsseldorf, vielleicht in Bonn. Und jetzt ein bisschen überpolitisch, habe ich Sorge, das ist der falsche Begriff, aber es geht ja letztendlich darum, dass man auch ein bisschen aufpassen muss, dass Kunst nicht zu elitär wird, dass man sagt, du kannst ja Kunst nur verstehen, wenn du dich auf uns einlässt und mit uns und alles weiß, was drum ist, und weiß, welche Farben. Ich finde, der Grundansatz, Steffen gerade sagte, der Unterschied zwischen Kunst und Kunstmarkt, und zu Kunstmarkt gehört die Kunsthistorie dazu, definitiv. Sie ist ein treibender Aspekt des Kunstmarktes. Gäbe es die nicht, könnte das alles gar keiner einordnen. Das schwarze Quadrat wäre in der Tat nichts weiter als eine noch nicht fertig grundierte Fläche. So, das ist etwas, wo man zumindest drüber diskutieren kann. Was soll Kunst? Ich meine, Kunst ist eine originär menschliche Eigenschaft. Sonst erschafft keiner Kunst. Machen nur wir Menschen. Nicht mal die Menschenaffen erschaffen Kunst. Macht keiner. Es ist eine urmenschliche Eigenschaft. So, es ist auch etwas, was wir, Steffen hat es, glaube ich, oder irgendjemand hat es gerade gesagt, schon seit ewigen Zeiten hat der Mensch das Bedürfnis, sich in irgendeiner Weise Tiere an Höhlenwände zu malen. Und die Endprodukte dieses künstlerischen Schaffens können entweder in der Gemengelage mit dem Kunstmarkt wirken oder sie können originär aus sich heraus wirken. Und da muss jeder für sich selber entscheiden, was für ihn wichtig ist. Für die, die im Kunstmarkt unterwegs sind, für die ist natürlich wichtig, dass sie diese gesamte Einbindung kennen. Das ist ganz klar. Aber für den gemeinen Museumsbesucher, sage ich jetzt mal, die Schulklassen, die eben geschleust werden, die da hingehen, weil sie müssen, die keinen Bock haben, sich mit Kunsthistorie zu befassen, was ja auch völlig legitim ist, muss ja jedem freigeben, die haben dann automatisch nur die Chance, die Werke auf sich wirken zu lassen. Und da kommen dann halt so Sachen dabei raus wie, das kann ich auch, ist ja klar. Selbst in der ausgewiesenen Kunstszene sind ja, wer war mit bei dem Dinner von der Kunstsammlung 2011, im Buch steht übrigens 2012, als dieses Bild von Agnes Martin auf die Bühne geschoben wurde. Also ich erkläre kurz die Geschichte, steht auch im Buch. Ich könnte jetzt auch sagen, steht im Buch, können Sie oben kaufen. Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen macht ein Fundraising-Dinner. Eintrittspreis über 1.000 Euro pro Kopf. Dazu haben Künstler, Bekannte und weniger Bekannte, ein paar Kunstwerke gespendet, die man vor Ort ersteigern konnte. Die Gesamteinnahmen sollten oder wurden ein Bild zu erwerben. Es war im Vorfeld nicht bekannt, um welches Bild es sich handelt. Dann fand dieser Abend statt, im K21, großes Entree, und als Höhepunkt ist das Bild auf die Bühne geschoben, verdeckt und wurde dann enthüllt. Es war ein Bild von Agnes Martin, Künstlerin aus den USA, und ich würde es mal beschreiben als 2,5 entsättigte Deutschlandflaggen übereinander. Also es waren so irgendwie so 7 Streifen. Es sah so ein bisschen aus wie bläulich eingefärbtes Schwarz-Rot-Gold in Schwarz-Weiß. Und zwar 2-mal so übereinander. Da wird das enthüllt und da sitzt nur wirklich, ich will nicht sagen die Creme de la Creme der Kunstszene, aber zumindest ein sehr kunstaffines Publikum. Und jeder, der da war, wird mir das bestätigen. Da brandete nicht ein Riesenbeifall auf und ein Sturm der Begeisterung. Da war erstmal 5 Sekunden Totenstille. Und alle, die da saßen, nach meiner Empfindung, dachten so, hä? Kann jetzt nicht wahr sein. Nur, was ist anders, was die Leute erwartet haben, keine Ahnung. Aber das hat offensichtlich trotz allem, trotz der intensiven Beschäftigung mit zeitgenössischer Kunst, irgendwie alle haben irgendwas anderes erhofft. Und dann ging es los, dann wurde so ein bisschen natürlich freundlich applaudiert, wie es sich gehört. Aber man merkte, die Leute waren für einen Moment konsterniert. Das kann doch nicht sein. Dieser Abend, unser ganzes Geld. Und dann für sowas, ich lasse es einfach mal so stehen, es war so.
Und es war, wie gesagt, nicht in der Gesellschaft von Duisburger Müllwagenfahrern, sondern von kunstaffinen Leuten, die ihre Currywurst mit Blattgold essen. So, das ist mein Schlusswort.